Das ist genau das, was wir im Moment brauchen bei dem Übergang von konventionellen Energieversorgungssystemen hin zu erneuerbaren. Da brauchen wir Energietechnologien und vor allem einen Energieträger, der die Brücke schlagen kann zwischen Erdöl, Erdgas, Kohle und den erneuerbaren Energien. Und Wasserstoff ist so ein Energieträger, denn der kann aus allen Primärenergieträgerformen erzeugt werden, den konventionellen und den erneuerbaren. Und er führt sie beide zusammen in eine Energieanwendung, auch mit sehr, sehr effizienten Technologien wie die Brennstoffzelle, wasserstoffbetriebene Motoren und Turbinen. Die größte Herausforderung ist natürlich an der Stelle, wo auch der größte Nutzen der Wasserstofftechnologie passieren könnte, das ist die mobile Anwendung. Also Fahren mit Wasserstoff über Brennstoffzellen insbesondere. Da stehen wir bei der Speicherung natürlich noch vor großen Herausforderungen, auch bei der Logistik, der Versorgung der Fahrzeuge, Nachbetankung und diese Dinge. Wir haben natürlich auch an der Stelle ein klassisches Henne-Ei-Problem. Das heißt, wir haben Ideen, Technologien für die Anwendung, für die Erzeugung. Wir brauchen aber auch die Infrastruktur, die Verteilung. Natürlich kommt auch die Speicherung hier mit ins Spiel. Und das ist nicht alles von der ersten Stunde an wirtschaftlich, sondern das muss angestoßen werden. Ich gehe davon aus, dass die Wasserstofftechnologie eine Möglichkeit ist, eine technische Option ist, die auch wirtschaftlich wirklich tragfähig ist und nicht einer dauerhaften Subvention bedarf. Aber sie muss natürlich in einer ersten Phase auf den Weg gebracht werden und angestoßen werden über zum Beispiel steuerliche Vorteile oder Ähnliches. Und da kommt die Politik jetzt relativ kurzfristig ins Spiel. Der größte Nutzen ist die höhere Energieeffizienz bei der Anwendung. Keinerlei Schadstoffemissionen am Anwendungsort, also außer Wasserdampf, ja, die dort entstehen. Und vor allem die Vielfalt an Primärenergieträgern, die man dafür nutzen kann, die ganze Palette, einschließlich der Erneuerbaren, das ist der größte Charme dieser Technologie. Ein großer Schwerpunkt ist zum einen die Entwicklung von Brennstoffzellen für portable, stationäre und mobile Anwendungen. Ein großes Projekt, das uns im Moment sehr, sehr schön beschäftigt, ist die Elektrolyse aus Windstrom und die großtechnische Speicherung in unterirdischen Kavernen. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, um die Effizienz noch weiter zu steigern und vor allem großtechnische Speichersysteme zu haben, die wir dringend brauchen.